Hallo, hallo. Ja, ein Live-Video, eine Erklärung für alle die, die sich noch die Frage stellen, warum klappt es bei mir nicht? Warum klappt es bei den anderen? Warum klappt es bei mir nicht? Warum habe ich immer noch finanzielle Probleme? Warum habe ich immer noch Probleme in der Partnerschaft? Warum habe ich immer noch Probleme im Business? Immer wieder diese Frage, wieso klappt es bei mir nicht? Ja, und diese Frage habe ich mir auch ewig lang gestellt. Und die Antwort ist so simpel. Weil du jemand bist, der in seinen Gedanken in einer Welt lebt, in der es diese Probleme gibt, in der es diese Limitierungen gibt. Weil du noch nicht annehmen kannst, dass du nicht dein Körper bist, dass du nicht die bist, die an dem speziellen Tag geboren ist, dass du nicht die bist, die irgendwo aus einer Familie kommt, dass die einen speziellen Background hat. Es liegt genau daran, dass du dich identifizierst mit Annahmen, Rückschlüssen, Erklärungen, Ansichten, die dein Leben generieren. Jemand, der permanent finanzielle Probleme hat, ist in erster Linie aus seiner eigenen Sicht, und das ist meistens nicht bewusst, aber ist wertlos. Wertlose Menschen werden wertlos behandelt, werden wertlos angesehen, führen ein Leben, das ihnen immer wieder zeigt, dass sie es nicht wert sind, ihre Rechnungen zu bezahlen, zeigt, dass sie es nicht wert sind, geliebt zu werden, dass sie nicht unterstützt werden. Das zeichnet wertlose Menschen aus. Aber wer macht wertlose Menschen? Wer generiert wertlose Menschen? Wertlose Menschen generieren sich selber. Klar kann man sagen, ja, ich bin wertlos behandelt worden, ich komme aus einer Familie, da wurde ich nicht gesehen, ich wurde nicht beachtet, keiner hat irgendwie auf mich Wert gelegt, ich war einfach nur so da und bin einfach nur so mitgelaufen in der Familie, niemand hat sich interessiert für mich. Logisch komme ich mir wertlos vor. Klar, diese Geschichten haben wir alle, diese Geschichten kennen wir alle. Und darauf ruhen wir uns jetzt aus und sagen, ja, deswegen bin ich wertlos. Weil niemand meinen Wert gesehen hat. Niemand hat jemals gesehen, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, dass ich wichtig bin. Selbst in der Schule war ich immer nur durchschnittlich. Ich musste immer hart arbeiten, rackern und letztendlich habe ich es zu nichts gebracht. Ja? Weil du angenommen hast, dass du wertlos bist. Weil du angenommen hast, dass du unwichtig bist. Und das kriegen wir alle eingetrichtert. Wir haben alle die gleiche Geschichte. Wir haben alle die gleiche Sozialisierung in dieser Gesellschaft. Aber so what? Ist doch scheißegal, was andere irgendwann mal dir eingetrichtert haben. Du hast freien Willen. Freier Wille ist freie Wahl. Und dazu musst du erkennen, dass alles nur Ansichten sind. Dein ganzes Leben, deine ganzen Erfahrungen basieren und kreieren sich aus Ansichten. Da ist nichts in deiner Welt, in deinem Leben, außer Ansichten, Meinungen, Rückschlüsse, Zusammenhänge, Logik, Erklärungen. Und wenn du nicht bereit bist, all das fallen zu lassen, was du jemals über dich selber gedacht hast, was du jemals über andere gedacht hast, was du jemals über diese Welt gedacht hast, wird sich nichts verändern. Wenn du nicht bereit bist, anzuerkennen, dass du per se das wertvollste Wesen und vor allem noch das einzigste Wesen in deiner Welt und in deiner Geschichte bist, wird sich nichts ändern. Solange du nicht verstehst, dass es hier nur um ein energetisches Spiel geht, dass es nur darum geht,
welche Energie du bist, du repräsentierst und dass sich das dann im Außen zeigt. Und wenn du glaubst, dass du wertlos bist, dann bist du per se die Energie der Wertlosigkeit. Die Energie der Wertlosigkeit kriegt die ganze Zeit auf den Latz. Die Energie der Wertlosigkeit wird die ganze Zeit kritisiert. Die Energie der Wertlosigkeit kriegt die ganze Zeit Situationen, Gespräche, Begegnungen der Wertlosigkeit. Und das Einzige, wie du das Ganze verändern kannst, ist, dass du erkennst, dass Wertlosigkeit gar nicht existiert. Weil wer macht Wert? Wer sagt, was Wert ist? Wer bestimmt Wert in deiner Welt? Deine Welt ist deine Welt, deine Ansichten. Wer kann dir sagen, was Wert ist? Außer du selber. Warum hörst du andere Ansichten? Warum glaubst du andere Ansichten? Warum nimmst du nicht einfach nur das, was du glaubst? Weil du weißt, dass das, was du glaubst, deine Energie ist und weil das, was deine Energie ist, das im Außen generiert, was du bist. Es ist wirklich, wir müssen absolut krass sein in unserem Denken, damit wir etwas anderes denken können. Wir müssen alle Konventionen aufgeben, wir müssen alle Erfahrungen aufgeben, wir müssen neu sein in unserem Denken, komplett neu. So neu, wie wenn wir neu geboren werden, wenn wir keine anderen Ansichten jemals gehört hätten. So neu müssen wir uns erlauben zu denken, zu fühlen und zu sein. Huhu, Andrea. Das ist so wichtig, das muss in unseren Kopf rein, dass wenn wir erkennen, dass es hier nur die ganze Realität, die wir erleben, zeigt uns unser Denken. Von morgens bis abends ist die Realität nur dazu da, um uns immer wieder zu zeigen, was wir denken, was wir glauben, was wir über uns glauben, was wir über die Welt glauben. Und dann kommt wieder die Frage, ja, aber wenn ich einen Haufen Rechnungen habe und Mahnungen, was soll ich darüber glauben? Was soll ich damit machen? Wie soll ich das verändern? Das kann ich nur in dem verändern, indem ich andere Ansichten habe, indem ich eine Person bin und entscheide, diese Person zu sein, die keine Verpflichtungen mehr hat, die sie nicht erfüllen kann. Das ist auch so ein Denken, ja? Ich habe so viele Verpflichtungen, ich komme denen alles gar nicht nach, ich schaffe das alles gar nicht. Alle wollen alles was von mir und ich muss alles irgendwie liefern. Und nachher ein Outpush, eine Realisierung dessen, dieses Denkens, sind Mahnungen und unbezahlte Rechnungen. Das ist nichts anderes wie, Leute haben Anforderungen und Ansprüche an mich, die ich nicht decken kann und nicht will. So, das ist die Energie. Leute, die unbezahlte Rechnungen haben, Leute, die sich in diese Situation reinbringen, wo sie Ansprüche generieren, die sie nicht bedienen können. Das sind Menschen, die sich überfordert fühlen. Das sind Menschen, die haben auf sich den Anspruch, ich muss alles bedienen, ich muss allem nachkommen und es ist immer zu viel und ich schaffe es nie. Das ist die Energie dahinter. Es geht gar nicht um die Rechnungen, sondern es geht immer nur darum, wer du glaubst, dass du bist. Und wenn du glaubst, dass du jemand bist, der andere bedienen muss, der anderen irgendwas tun muss, der für andere leben muss, der für andere erledigen muss, der für andere, ja, zur Verfügung stehen muss, dann wird dir das Leben das überall zeigen, dann werden dich Leute anmotzen und werden zu dir sagen, wieso hast du das nicht gemacht und wieso bist du hier unzuverlässig? Wenn du das über dich glaubst, dann wird dein Partner zu dir kommen, wird Dinge immer wieder fordern und verlangen, wo du das Gefühl hast, scheiße, mach's doch du mal selber, wieso machst denn du nichts, wieso verlangt der? Weil du danach fragst. Durch deine Energie, durch deine Überzeugung, dass du jemand bist, der verantwortlich ist für andere, dass du jemand bist, der
glaubt, dass er für andere immer alles machen muss und dass die anderen immer maßlos fordern und dass du da sitzt und nicht weißt, wie du da rauskommst. Das Leben wird dir immer wieder Situationen, Menschen, Möglichkeiten, alles Mögliche zeigen, dass du merkst, fuck, ich glaube, dass ich jemand bin, der für andere zuständig ist. Ich glaube, dass ich immer alles machen muss, dass alles auf mir lastet, dass ich immer die einzige Verantwortliche bin und dass ich es nie schaffen kann und dass mir alles zu viel ist. Gut, dann weißt du's. Dann weißt du, dass du hier ein Selbstkonzept, dass du ein Selbstbild von dir hast, dass das eines Opfers ist. Das ist ein Selbstbild einer unterdrückten Persönlichkeit. Kannst du ändern, jederzeit, mit einer klaren Entscheidung. Und zwar, du weißt, dass du wählen kannst, wer du bist. Du weißt, dass du deine Energie wählen kannst. Du weißt, dass du deine Ansicht, die du gegenüber dir selber hast, wählen kannst. Und du kannst jeden Moment in diese Divine Design Ansicht von dir springen, wenn du verstehst, dass all das, was in deinem Kopf an Ansichten rumschwirrt, niemals überprüft worden ist, dass du es übernommen hast, ohne zu wissen, was du übernimmst von deiner Familie, von der Gesellschaft. Du hast Energien übernommen, aber das sind nicht Fremdenergien, sondern es sind Fremdannahmen, das ist Fremddenken, das sind Fremdglauben, Fremdüberzeugungen, die du angenommen hast. Da ist niemand anderes schuld oder in der Verantwortung, außer dass du erkennst, alles, was ich glaube, ist eine Energie. Alles, was ich sehe, ist eine Energie. Alles, was ich denke, ist eine Energie. Und diese Energie ist von mir gewählt. Und wenn ich einen Tag noch weiter denke, dass ich nicht gut genug bin, dass ich wertlos bin, dass ich schlecht bin, dass ich schuldig bin, dass ich mich schämen muss, dann habe ich einen weiteren Tag in einer verdammten Lüge über mich, über mein Sein, über meine Energie verbracht. Aber du kannst es, du brauchst keinen Erlaubnisgeber. Du kannst eine Lüge jederzeit in die Tonne werfen. Du kannst verlogene Ansichten über dich, über andere, die begrenzt sind, die minderwertig sind, die einschränkend sind, jeden Moment in die Tonne werfen. Du musst niemanden fragen. Wenn einer sagt, du bist nicht gut genug, dann musst du es nicht glauben. Selbst wenn deine Eltern dein ganzes Leben lang dir wiedergespiegelt haben, dass du schuld bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht die Ergebnisse geliefert hast und so weiter und so fort. Keiner zwingt dich, das zu glauben. Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, über dich selber als dieses reine, göttliche, perfekte Wesen zu denken, wird sich dein Leben ändern. Aber solange du noch glaubst, dass irgendwas mit dir falsch ist, solange du den Lügen der Gesellschaft da draußen glaubst, die nur Fehler, Mangel, Unterdrückung, all dieses menschliche, mensch-designed, nicht energetisch designte Glauben, dann wirst du leiden. Dann wirst du unglücklich sein, dann wirst du ausgeliefert sein. Aber bring's mal in deinen Kopf. Energie ist alles, was du hast. Energie entsteht in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinen Ansichten, in deinen Vorstellungen. Und du kannst diese Energie entweder neu, frisch, jeden Moment so generieren, dass sie sich für dich gut anfühlt, oder du kannst alte Gedanken, alte Überzeugungen, alte Erlebnisse jeden Tag wieder neu auflegen. Und der Tag, an dem du sagst, ich mache alles neu, das wird der Tag deiner Neugeburt sein. Das wird der Tag deiner Freiheit sein.
Das wird der Tag sein, wo du keine Angst mehr hast vor Meinungen anderer Menschen, vor Ansichten anderer Menschen, vor Situationen, die dir irgendwie begegnen könnten. Das wird der Tag sein, wo du völlig und ganz in deine Schöpferrolle gehst und alles neu machst. Und zwar so, wie es dir entspricht, wie es deinem Divine Design entspricht, wie es deinem Herzen entspricht, wie es deiner Seele entspricht. Aber das kannst du nur machen, wenn du komplett aussteigst aus dem, was bis jetzt war, aus dem, was bis jetzt gegolten hat, aus dem, was du bis jetzt geglaubt hast und neu anfängst, aus energetischer Perspektive Dinge zu glauben, zu wissen, zu spüren, die sich gut für dich anfühlen. Und alle, die das nicht sich trauen, weil sie glauben, es gibt irgendwas zu verlieren in der Lüge, die werden so lange weiter leiden, bis sie erkennen und sagen, Schluss, Ende aus, Amen. Und ich bin hier, damit ihr nicht so tief in diese Kacke reinrauschen müsst wie ich, dass ihr nicht völlig gelähmt, bewegungslos, einsam, verarmt, alles weggenommen, neu anfangen müsst. Ihr könnt jetzt neu anfangen. Jeder kann jetzt neu anfangen und kann sagen, diese alte Scheiße interessiert mich nicht mehr. Ich mache jeden Tag, jeden Moment, jeden Gedanken neu. Vor allem jeden Gedanken über mich. Ich erstelle ein neues Selbstkonzept, weil ich doch weiß, dass diese Ansichten, die meine Eltern, bei mir war es insbesondere meine Mutter, über mich gelegt haben, eine verdammte Lüge war. Eine Lüge, die sie schon aufgenommen hat und an mich weitergegeben hat. Aber ich bin nicht verpflichtet, weiterhin Lügen zu leben. Ich kann verstehen, wie das passiert ist, dass ich über mich so viel Scheiße geglaubt habe, dass ich mich so wertlos und so schlecht gefühlt habe. Ich kann verstehen, wie das passiert ist. Und dann kann ich es verändern. Weil dann kann ich mir sagen, hoi, das war nur die Ansicht, bei meinem Fall meiner Eltern, meiner Mutter, meiner Herkunftsfamilie. So haben die mich und das Leben gesehen. Ich breche aus. Ich habe neue Ansichten über mich, weil ich weiß, ich bin ein fantastischer Mensch. Ich habe ein riesengroßes Herz. Ich will das Beste für mich und für alle anderen. Das wollte ich schon immer. Also, dann lebe ich jetzt so. Dann mache ich das jetzt so. Dann denke ich jetzt so. Dann sehe ich mich so. Dann sehe ich die anderen jetzt so. Und für mich persönlich hat es zum Beispiel bedeutet, ich musste viele, viele Menschen mit diesen negativen, zerstörerischen, insbesondere auch selbstzerstörerischen Ansichten zurücklassen. Aber das macht nichts. Die dürfen jederzeit wieder kommen. Alle Menschen, die ich zurücklassen musste, die können sich meiner Frequenz, meiner Schwingung, meiner Ansicht, können sie sich jederzeit anpassen und zu mir zurückkommen. Ich werde niemandem jemals irgendwie ein böses Wort sagen oder die Türe vor der Nase verschließen, wenn er auf meiner Augenhöhe in mein Leben, in meine Welt trabt. Aber ich werde mit Sicherheit niemanden als Anker oder als Schlepptau mitziehen, sodass ich immer nur selber auf Halbmast bin. Das bringt niemandem etwas, das bringt keinem anderen etwas, dazu bin ich auch nicht hilfreich, überhaupt nicht. Ich bin dann hilfreich, wenn ich da stehe, wo ich sein möchte. Ich bin dann hilfreich, ein Beispiel für andere, wenn ich das tue, was für mich richtig und stimmig ist und wenn ich dorthin gehe, wo ich hingehen möchte, weil ich weiß, es ist nur ich, es ist nur meine Energie. Und meine Energie kann andere mitziehen, aber ich ziehe mir keine Fremdenergien rein, die mich runterziehen, weil wozu? Und das kann ich euch nur sagen. Erlaubt euch einfach, jeden Tag, jeden Moment, das zu sein, was in unserem Divine Design angelegt ist. Und das bedeutet, wir strippen jeden Tag und jeden Moment alle falschen Annahmen, Überzeugungen, Erinnerungen, Geschichten ab und sagen, ist irrelevant für mich, weil das hat in meiner Zukunft, in meinem zukünftigen Seinszustand, Lebenszustand, Gesundheitszustand, Schönheitszustand, Liebeszustand nichts zu suchen. Ich selektiere.
Ich bin super selektiv, weil mein Leben ist mein Leben. Und jeder darf das für sich so entscheiden, wie er will, weil wir sind alle mit einem riesengroßen Herzen, mit einem riesen wunderbaren Divine Design aus unendlicher Energie, der Liebe, der Schönheit, der Begeisterung geboren. Lasst uns doch das mal leben. Und dann leben es immer mehr andere. Aber es wird niemals funktionieren im großen Stil, wenn die, die es leben wollen, immer noch Angst und Vorbehalte haben, es komplett zu leben. Jeder von uns ist dazu da, um diese Transformation vorzuleben. Lass uns das doch mal machen. Also ihr Lieben, das war mir jetzt eine Herzensangelegenheit, einfach hier nochmal ganz klar aufzurütteln und zu sagen, nichts von dem, was mal war, muss von Interesse sein, weil es ist nur eine Energie. Und wenn ich diese Energie, die mal war, die ich aber nicht haben will, immer wieder jeden Morgen in meine Zukunft trage, dann habe ich keine neue Energie. Und mein energetischer Zustand, das ist alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Und in diesem energetischen Zustand sind all meine Lebensbereiche vereint. Und das ist auch was, was ich ganz, ganz wichtig immer wieder erzähle. Du bist nur die eine. Du bist nicht eine im Business, du bist nicht eine in der Liebe, du bist nicht eine als Mama. Du bist die eine. Und die eine, die darf blühen, die darf scheinen und dann in allen Bereichen. Und das braucht eine Entscheidung, die wir durchsetzen. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Dasein, ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Wachsen, ich danke euch, dass ihr diese Energie ins Leben bringt, die wir alle so dringend brauchen. Nicht abhalten lasst, zu strahlen und zu scheinen. Bis dann, tschüss, tschüss.